und eine Stunde später um 14:15 dann die Sprintdistanz, der wird dann die halbe Schwimmstrecke absolviert, also 750 Meter, aber auch in der Enz. Was ich jetzt im Moment nicht weiß, aber das werden wir dann gleich in Erfahrung bringen, ist, ob die Enz-Schwimmer heute mit Neoprenanzug schwimmen dürfen oder nicht. Das hängt ja mit der Wassertemperatur zusammen. Ist Neopren erlaubt? Okay, also dann ist klar. Moni hält sich ganz Neopren gut beim Schwimmen. Anzug heute für alle, die... zu ihrer Wechselzone. Da ist sie natürlich flott unterwegs. Auf Moni, gib alles! Hier läuft sie. So, jetzt sind wir bei der zweiten Distanz beim Radfahren. Wir warten, bis Moni rauskommt. Wird noch ein bisschen dauern, weil sie wird sie noch komplett umziehen müssen. Aber jetzt sind wir mal gespannt. Wie geht's schon los? Moni, den letzten Sprint, wo es jetzt noch ansetzt.